Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play Armored Warfare. Und heute will ich euch mal wieder einen Kampfpanzer zeigen, der Stufe 9, also derzeit das höchste, was es gibt, den T90 MS, der eine unglaublich spannende Optik hat mit diesen Panzerplatten, wie ich finde. Ein sehr, sehr, sehr kurioser, aber doch sehr hübscher Panzer. Besonders mit diesem sehr schmalen, niedrigen Turm. Natürlich ein Kampfpanzer und die Chronik besagt Folgendes. Der als Tagil bekannte T90 MS ist ein russischer Kampfpanzer, der 2011 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und seitdem auf mehreren Ausstellungen zu sehen war. Der T90 MS verfügt im Vergleich zu seinem Vorgänger T90 über eine Vielzahl von Upgrades. Das Fahrzeug besitzt einen verbesserten Geschützturm, einen optimierten Motor sowie Verbundpanzerung und Ehre als Schutz vor Tandemsprengköpfen. Ja, dementsprechend auch die Form da oben. Schaden 723, der anhaltende Schaden 5784, Hitpoints hat er 2290 und ist fast 72 km/h schnell. Ja. Den Panzer muss man sich anschauen. Also, lasst uns gleich starten und wir legen los mit Let's Play Armored Warfare und dem T90 MS. Ja, wir haben ein Match gefunden. Karte Roughneck 9er, 8er Gefecht. Also, nur die dicken Dinger fast dabei. Jetzt bin ich sehr gespannt, was hier so geht. Man muss auch sagen, natürlich, die Gefechte sind nicht so leicht, weil von vorne sind gerade die Kampfpanzer einfach sehr schwierig zu durchschlagen. Also da muss man sich schon anstrengen, beziehungsweise ein bisschen Glück haben. Sobald einer die Seite zeigt, wird es wieder viel einfacher und entspannter, ganz klar. Aber wie gesagt, erstmal durchkommen. Hier haben wir ihn, den T90 MS. Wunderschön. Aber gegenüber dem Challenger 2 sind wir natürlich von den Hitpoints leicht unterlegen. Da kann er schon deutlich mehr Held halten. Da sind die schnell. Holy crap, ist der schnell. Und weil es gerade im Chat sehe, tatsächlich keine Art im Spiel, das ist ja was Seltenes. Ah, der Leo, der lasst uns da so stehen. Ja, ist halt ein bisschen flinker als wir. Aber wir sind jetzt auch auf Geschwindigkeit und dementsprechend habe ich jetzt gerade gebremst. Aber da läuft es dann auch ein bisschen besser und flinker, wenn man mal hier die Endgeschwindigkeit mal anreißt. So, wollt ihr da wirklich rüber pushen? So, das war übrigens mein Facebook. Es tut mir leid. Abgeprallt. Leo, wie gesagt, ist auch dazu noch mal ein Zusatzmonster. Nein, nein, nein. Ich sollte mal hier weiter vorfahren. Das wird so nix. Ja. Da vorne auch. Leo 2 und der T90. Ja, natürlich hittet er mich so, dass er natürlich sofort durchgeht. Was wirklich nicht so leicht ist auf der Tierstufe. Aber für ihn wohl nicht so das Problem. So, jetzt umkreisen wir sie. Es gibt's doch nicht. Hau ich auf den Deckel drauf. Na also, da klappt's auch mit dem Papa.
Nochmal ein schöner Hit. Also wenn er zuschlägt, dann schlägt er schon ordentlich zu. Und deswegen zerstören wir den jetzt natürlich auch. So, jetzt sind sie hinten im Cap. Aber 1 Minute 20 kann man dafür noch. Und es sind ja auch zwei Leute noch von uns da. Also von dem her sollte das schon verteidigt werden. Und holy crap, fahrt auch schon hinter. Alter, sind die flink. So, deswegen aber jetzt auch in die Richtung. Den direktesten Weg. Und wir sehen, unser Team ist da auch schon fleißig und schnell am Zurückfahren. Die Gegner, wenn die wüssten, was da jetzt gerade noch auf sie zurommelt, dann würden die sonst einem fast leid tun. Aber es sind ja Gegner, also deswegen tun sie mir dann doch nicht leid. So, wir fahren hier rüber und hier hoch. Oh nee, komme ich jetzt nicht hoch. Oh nee, ich will doch da hoch. Da hat der Crab einfach den Vorteil der Geschwindigkeit. Ziel identifizieren. So. Und nochmal ein Hit. Aber jetzt haben sie mich ordentlich erwischt, deswegen warte ich mal ab, bis er nicht mehr so auf mich guckt. Ah, Modul zerstört, er aber auch. So, jetzt soll er auf jemand anders erstmal schießen. Identifizieren. Nee, und da ist der Sieg. Das war doch jetzt am Ende dann HP-mäßig deutlich spannender als eigentlich gewollt. 12-0 ging es aus, also sehr, sehr eindeutig. Aber wir haben auch gesehen, wenn der T90 MS trifft, dann tut er schon richtig böse Aua. Jetzt sind wir mal gespannt, was final da für einen Schaden rauskommt. Leider kein Kill. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber man kann ja nicht immer alles haben. Aber der Schaden 3417, 3202 unterstützt. Also die Performance, die war aller Ehren wert. Deswegen auch 2946 Erfahrung gesammelt. Im Schaden, Wahnsinn, mit 3400 nur auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und von den XP her ebenfalls, also Platz 6 und das mit dem Ergebnis hätte ich mir ein bisschen anders erwartet, aber da zeigt man wieder, was da oben auf der Tierstufe passiert. 163.000 gab es raus und in Summe denke ich doch ein sehr rundes Gefecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.